Hallo, mein lieber Steinbock. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Steinbock, das Erste, was mir hier auffällt, ist, hier geht es um eine gewisse Gruppendynamik aktuell. Also ich sehe das hier schon in den Blockaden ein bisschen liegen. Das spielt hier irgendwie eine größere Rolle. Das ist mir jetzt schon beim Ziehen der Karten aufgefallen. Auch ein bisschen, ja, kräfteraubend. Obwohl an sich dreht sich bei dir gerade alles zum Besseren. Ich habe aber das Gefühl, dass sich das für dich aktuell gar nicht so anfühlt. Deshalb ist es auch sehr gut, dass wir hier dieses Bild ausgespielt bekommen vom Universum, weil wir uns hier einen guten Überblick machen können. Ich sehe, dass sich hier bei dir etwas zu beruhigen beginnt. Das kann die allgemeine Situation sein, aber das kann natürlich auch einen ganz bestimmten Lebensbereich betreffen. Kann natürlich auch sein, dass du hier ja dieser Bewegung noch nicht so ganz über den Weg traust. Ja, also das schwingt hier ganz stark mit. Und ich sehe hier auch auf deiner Ebene, dass hier etwas ins Rollen kommt, und zwar in einem unglaublich positiven Sinne. Ja, natürlich, wenn ich hier vorausschaue, dann sehe ich schon, irgendetwas ist hier auch vorgefallen. Deshalb habe ich einfach das Gefühl, es fällt den meisten hier schwer, das anzunehmen. Und hier sehe ich auch, für manche geht es hier vielleicht sogar um das Thema Erbschaft, also ganz konkret. Das wird aber nur eine bestimmte Gruppe sein. An sich kann es hier auch darum gehen, dass ja, irgendein erhöhter Geldfluss zustande kommen könnte oder eine höhere Einnahme, beziehungsweise irgendetwas, das für dich persönlich sehr wertvoll ist, das hier vielleicht schon sich schon gezeigt hat oder sich demnächst zeigen soll. Wenn wir noch in die Außenschau blicken, ja, also wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um hier auch noch einen guten Gesamtüberblick zu bekommen, dann kann ich dir hier auch sagen, du erlebst aktuell einen Durchbruch im positiven Sinne, ja. Für manche geht es ja auch um einen Neubeginn oder einen Schritt, eben den du hier gewagt hast. Und das ist ja auch etwas, das Beachtung braucht, ja. Also das, auf das du auch ja stolz sein kannst, ja, wenn es bei dir um etwas geht, das du hier vielleicht ins Leben rufst oder hier über den eigenen Schatten gesprungen bist. Das kann auch etwas sein, das sehr unterschwellig jetzt noch hier mitschwingt und sich dann in der nächsten Zeit, wenn man zurückschaut, sich hier als Durchbruch herausstellt, auch wenn sich das für manche gerade eher sehr unterschwellig anfühlt oder man das vielleicht auch aktuell gar nicht so sehr wahrnimmt. Aber du bist hier schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg.
Wir schauen jetzt in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Also, was stellt sich hier gerade quer in der aktuellen Situation? Diese Blockaden, die sind auch bereit, aufgelöst zu werden. Vielleicht ist hier das ein oder andere Thema dabei, das dir einfach nur bewusst werden soll, um dann schon aufgelöst werden zu können. Wir schauen ohnehin wie immer in die Lösungsimpulse im Anschluss und abschließend natürlich auch noch in die Tendenz. Also, wie sind die Aussichten? Was könnte hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen? Aber zuerst wollen wir mal wissen, was für Herausforderungen zeigen sich hier für dich aktuell? Ja, und hier haben wir einen sehr starken Umbruch, ja, eine sehr starke Veränderung, die hier kürzlich stattgefunden hat, oder die hier gerade mitten im, ja, mitten in der Bewegung ist, also wo du mittendrin bist. Da sehe ich einfach auch, dass sich sehr vieles dauerhaft verändert. Also das bedeutet auch, dass man hier manches loslassen muss, einfach weil es der weil es die Umstände einfach erfordern. Oder kann auch sein, dass dir hier diese Entscheidung abgenommen worden ist, jetzt nicht zwingend von anderen Personen, sondern einfach aufgrund der aktuellen Situation. Und hier natürlich, ja, diese Veränderung, die sich zeigt, natürlich auch ihre Höhen und Tiefen hat und denke ich auch, ja, ein bisschen chaotisch ablaufen könnte, wie das bei Veränderungen üblicherweise so ist. Und ich sehe hier auch in dieser Veränderung ein Ende liegen und einen Anfang. Aber der Blick, also dein Blick ist hier aktuell mehr auf das, was endet, gerichtet, als auf das, was jetzt auf dich zukommt. Das dürfte auch daran liegen, dass hier vielleicht, dass es hier vielleicht um bestimmte Gewohnheiten geht oder vielleicht auch an bestimmte Umstände, an die man sich gewöhnt hat, ja. Und jetzt ist hier auf einmal eine Bewegung drinnen und das ist natürlich ja nicht so leicht einzuschätzen. Dann haben wir hier noch etwas liegen. Hier geht es für viele um die Berufung oder ja, ein Ziel, das du hast, vielleicht auch ein Lebenstraum, ein bestimmter Wunsch, ein Weg, den du einschlagen möchtest. Der ist aktuell noch blockiert. Für den wird jetzt aber die Bahn frei, ja, also da soll sich eine Tür öffnen, vielleicht auch mehrere Türen. Und das, was ich hier einfach auch sehe, also ich spüre hier einfach eine gewisse Gruppendynamik. Vielleicht ist das bei manchen ein Thema innerhalb der Familie oder im Freundeskreis. Kann natürlich auch das berufliche Umfeld betreffen. Wir schauen ja immer auf das große ganze Bild. Ja, wir wollen ja immer wissen, welche Schwingungen können wir hier wahrnehmen. Und da kann es natürlich sein, dass das hier vielleicht gerade auch nicht so ganz einfach für dich ist, weil das vielleicht manche auch nicht so sehr verstehen, was du hier vorhast. Vor allem, wenn du vielleicht eine, um ein Beispiel zu nennen, eine innovative Idee in die Realität umsetzen möchtest, ja. Aber das kommt hier offenbar auch auf dich zu und dafür ist es auch wichtig, jetzt diese Veränderung anzunehmen, auch wenn die ihre Höhen und Tiefen hat. Insgesamt, ja, wenn die Veränderung abgeschlossen ist, ist das für dich ein Vorteil, der hier entsteht. Wenn wir jetzt weiterschauen auf die Ebene des Umfeldes, ja, wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Menschen zu tun hat oder mit einer bestimmten Person, dann kann ich hier erkennen, dass du dich hier irgendwo in deiner Freiheit eingeschränkt fühlst oder ja, irgendwo eingesperrt fühlst, vielleicht auch unterdrückt fühlst oder in einer Situation gefangen fühlst. Ja, also das betrifft hier, es kann hier eben diese Personengruppe betreffen, die ich hier einfach wahrnehme oder eben eine ganz konkrete Verbindung.
dass hier beispielsweise eine Verstrickung stattfindet, die sich über einen längeren Zeitraum aufgebaut hat, ja. Das kann auch innerhalb einer Partnerschaft geschehen. Das ist aber nichts Beunruhigendes, das ist etwas, das man klären kann. Wichtig ist, mein lieber Steinbock, dass man dieses Thema auch erkennt. Vielleicht geht es ja auch um jemanden im Freundeskreis oder innerhalb der Familie, jemand, der dich gerade sehr vereinnahmt, sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Es kann auch sein, dass du hier eben im beruflichen Umfeld in einer Situation bist, die sich beengend anfühlt oder wo du das Gefühl hast, da möchtest du gerne ausbrechen, aber durch die Macht der Gewohnheit bleibst du hier irgendwie aktuell noch stehen. Ja, also das ist nur ein Beispiel, das wird jetzt auch nicht auf alle zutreffen, aber nur, dass du in etwa ein Gefühl dafür bekommst, was hier gerade los ist und was sich hier auch querstellt. Denn genau das führt auch dazu, dass du diese positive Bewegung, also all das, was wir uns hier angesehen haben, das führt dazu, dass du diese positive Bewegung hier aktuell sehr schwer annehmen kannst. Ja, dann schauen wir doch in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ich möchte nur hinzufügen, das sage ich auch immer wieder, Entscheidungen nimmt dir eine Kartenlegung prinzipiell nicht ab, die triffst du final immer selbst. Es macht immer Sinn, eine Kartenlegung noch ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Manchmal ist es auch so, dass man merkt, dass für einen selbst das genaue Gegenteil richtig und stimmig ist, als das, was sich in einer allgemeinen Kartenlegung zeigt. Und bestimmte Teile der Legung können auch kryptisch klingen, sich aber irgendwie passend anfühlen und die können dann nach ein paar Stunden oder wenigen Tagen plötzlich Sinn ergeben. Da müssen sich einfach nur noch ein paar Rädchen im Hintergrund bewegen, bis du an die Stelle kommst, wo es dann plötzlich Klick macht. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was hat das Universum hier für dich parat? Ja, ganz zentral liegt hier auch dieses Vorhaben von dir. Also für viele geht es hier um die Bestimmung, um die Berufung, einen Lebenstraum, etwas, das für dich persönlich sehr wichtig ist. Ja, etwas, das zu dir gehört, das jetzt ausgelebt werden möchte. Und das Universum sagt, das, was jetzt zu tun ist, ist nämlich genau das, dass du dich dieser Sache öffnest. Das heißt natürlich nicht, dass das von heute auf morgen fertiggestellt werden soll, was auch immer das ist. Für manche ist das hier ein größeres Projekt, für manche kann das auch etwas Kleines sein, wo es einfach um die Überwindung geht, ja. Wichtig ist es, in Angriff zu nehmen. Da gibt es auch das Sprichwort, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ja, also das ist auch wichtig, dass du dir das bitte gut hinter die Ohren schreibst und dich hier nicht zu stark unter Druck setzt, sondern es einfach fließen lässt. Die Zeit ist gekommen, diese Sache, dieses Vorhaben, diesen Traum in die Realität umzusetzen. Und du entscheidest, wann du startest, ja, also das ist etwas, das liegt in deinen Händen. Es ist wichtig, dass du das in die Wege leitest, dass du für dich bestimmst, so, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich das einfach. Ja, dann schauen wir mal weiter. Wir schauen auf deine Ebene. Da möchte ich einen zusätzlichen Impuls einholen. Okay, hier geht es um diese Veränderung, die gerade stattfindet, ja. Und du kannst durch diese Veränderung oder diesen Umbruch hier über dich selbst hinauswachsen, ja. Und irgendein bestimmtes Thema abschließen, meistern. Es geht hier darum, etwas zu meistern. Und da sagt das Universum, es gibt hier die ein oder andere Person in deinem Umfeld. Für manche ist das eine ganz konkrete Person, die sehr, sehr ehrlich ist, ja.
Und mit dieser Person sollst du dich diesbezüglich austauschen. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Ja, also das, ob du es tust oder nicht, ist natürlich auch deine Entscheidung. Diese Person kann sehr gut sein, dass man da hin und wieder einen Bogen drumherum macht, weil diese Person auch sehr direkt ist und man sich manchmal vielleicht auch vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber genau diese Person ist hier jetzt wichtig für dich, denn die wird es direkt auf den Punkt bringen, worum es hier geht. Das heißt natürlich nicht, dass diese Person zu 100% Recht haben muss, aber dich dabei unterstützen kann, dass du hier wirklich einen Quantensprung machst in dieser Entwicklung. Für manche geht es ja um ein ganz konkretes Thema, ja, wo es wichtig ist, eine Expertin oder einen Experten aufzusuchen, ja, wenn es hier um irgendeine Thematik geht, für die man vielleicht eine spezielle Ausbildung braucht, ja, wenn du jetzt, um ein Beispiel zu nennen, vielleicht Unterstützung ja, bei den Steuern brauchst oder wenn es um irgendetwas Technisches geht und du hier ja, das gewisse Know-how einfach nicht hast, weil man das in einer jahrelangen, wenn man sich das in einer jahrelangen Ausbildung beispielsweise aneignet, dann ist hier ein Expertenrat gemeint, ja. Das ist auch wichtig, dass du hierüber reflektierst, denn es ist wichtig, dass du hier mit dieser Veränderung auch Frieden schließt, vor allem mit dem, was jetzt hinter dir liegt, ja, denn irgendetwas, habe ich das Gefühl, bricht hier weg. Und das ist hier nicht so ganz angenehm für dich. Das ist auch verständlich. Aber es ist wichtig, dass es geschieht. Ja, das gehört dazu. Und das, was hier wegbricht, das sorgt dafür, dass hier ein ordentlicher Raum entsteht für die Selbstentfaltung oder eben dafür, irgendetwas zu machen, das für dich persönlich wichtig ist und auch Teil deines Lebensziels ist, deines Lebenssinns, deines Lebensinhalts. Schauen wir mal ins Umfeld und hier geht es um diese ja etwas beklemmende Situation oder diese Situation, in der du dich eingeschränkt fühlst oder eingeengt fühlst und das Universum sagt hier, es ist wichtig, mit dieser Person zu sprechen. Da nehme ich an, dass das jemand ist, der dir sehr nahe steht, ja, also wo hier eine Verstrickung stattgefunden hat und das Universum sagt hier auch, man kann hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass man hier ja einen Kompromiss eingehen könnte. Das hängt jetzt natürlich auch davon ab, um was es hier geht. Aber du brauchst in einer bestimmten Angelegenheit mehr Freiraum, mein lieber Steinbock. Und so wie ich das sehe, die Person, um die es hier geht, die kann das durchaus auch verstehen und hat auch Interesse daran, dass es dir gut geht, ja. Und das gemeinsame Gespräch kann eben dazu führen, dass man diese gemeinsame Lösung findet. Es gibt offenbar eine Lösung, die hier funktionieren soll, die auch dazu führt, dass sich diese Blockade hier auflösen lässt. Ja, dann bleibt uns ja nur noch die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Bleiben wir hier jetzt gleich in der Mitte und das Universum sagt hier, diese Zuwendung deinerseits diesem Traum gegenüber, den du hier hast oder dieses Ziel, das du hier verfolgst. Also ich nehme an, das ist hier so eindeutig, du weißt, was das ist. Das soll hier dazu führen, dass hier ein zäher Umstand sich langsam auflöst. Etwas, das dich auch Kraft gekostet hat. Es gibt nur Folgendes zu beachten. Natürlich geht es ja auch darum, dass hier etwas umgesetzt wird, in die Realität gezogen wird, sozusagen. Und dass es hier auch wichtig ist, mein lieber Steinbock, dass du hier auch siehst, es wird hier schon auch ein Mehraufwand an Energie erforderlich sein. Nur wirst du hieraus auch wieder Energie schöpfen. Ja, also das ist hier etwas, das angeworfen wird und vielleicht die ersten paar Tage kann das ein bisschen mühsam sein und plötzlich
kommt die Energie, die du ausgesendet hast, nach ein paar Tagen schätzungsweise wieder bei dir an und gibt dir hier einen ordentlichen Energieschub. Und das soll hier auch geschehen. Hier liegt auch eben auch ein Ende, was bedeutet, also was für mich hier mit dieser Ebene in Verbindung zu bringen ist, dass du hier tatsächlich, was auch immer das ist, meistern sollst, wodurch etwas, das Energie gekostet hat, die aber nicht viel gebracht hat, hier verschwindet und hier eben für diesen sehr positiven Zyklus Raum entsteht. Und behalte auch im Hinterkopf, dass diese zähe Phase, die hier vielleicht oder diese paar anstrengenden Tage, die sich hier zu Beginn der Umsetzungsphase zeigen, dass das nur temporär ist und dass du dann plötzlich Energie aus dieser Angelegenheit ziehen wirst. Bei manchen wird es vermutlich auch schneller gehen, bei manchen kann es natürlich auch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Wir schauen jetzt mal ins Umfeld und auch hier haben wir sehr positive Entwicklungen. Lass dich von der Bildsprache dieser Karte nicht täuschen. Ja, also das sind in der Art meine Notizen, die für mich eine bestimmte Bedeutung haben. Und hier geht es darum, dass sich eine Schwere im Umfeld löst. Ja, irgendetwas, was sich hier aufgestaut hat, kann hier durch diese Kompromissfindung oder diesen gemeinsamen Nenner Stück für Stück aufgelöst werden. Und wir haben hier auch das Zeichen liegen. Das bedeutet hier auch, dass manche auf ein Zeichen vom Universum warten. Und das zeigt sich eben auch hier in der Tendenz. Also irgendetwas, das sich im Umfeld betreffend einer bestimmten Person oder vielleicht auch mehreren Personen, vielleicht auch eben dieser Gruppendynamik, was sich hier schwierig gezeigt hat, das beginnt sich jetzt aufzulockern. Ja, also eben der Ursprung beginnt aber eben in dieser Aussprache, wo man hier einen gemeinsamen Nenner finden kann. Und da soll sich dann dauerhaft etwas in deinem Umfeld verbessern lassen. Das ist ein Prozess, der angeworfen wird, der sehr, sehr wichtig ist. Und das Zeichen, auf das du wartest, das zeigt sich auch hier. Aber ich bin mir sicher, dass dir das Universum noch mehrere Zeichen sendet und du hier auch ganz besonders beschützt bist. Das kann ich hier auch herauslesen. Auf deiner Ebene haben wir hier einen schicksalhaften Neubeginn liegen. Ja, und deshalb soll hier auch diese Angelegenheit gemeistert werden, die eben diesen Umbruch betrifft, diese sehr heftige Veränderung, die du hier gerade durchlebst. Du bist hier am Beginn eines schicksalhaften Weges. Manche sind hier am Beginn der eigenen Bestimmung, also das auch zu leben, die Berufung zu leben. Und wichtig ist hier auch zu erkennen, das ist erst der Anfang. Aus diesem Anfang können sich viele, viele Möglichkeiten für dich ergeben, ja, die für dich sehr lukrativ sein können, also für alle, die hier mehr auf Berufliches und Finanzielles schauen, beziehungsweise ganz generell gesehen sehr wertvoll sein sollen, ja, und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zeichen, das wir hier haben. Wichtig ist einfach auch, dass du hier, was diese Gruppendynamik betrifft, dass du dich hier auch immer wieder aus der Situation herausnimmst und von außen drauf schaust, ja, damit das hier nicht überhand nimmt, damit du hier bei dir bleibst und sich die Energien, die sich hier im Außen zeigen, nicht auf dich übertragen und hier ja dann eine neue Schwere entstehen kann. Wichtig ist, diesen Neubeginn hier anzunehmen. Also der sieht wirklich sehr, sehr vielversprechend aus und das kann hier wirklich dann ganz rasant vorwärts gehen. Vor allem eben auch, wenn diese Sache hier abgeschlossen ist, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche.
Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.